Hallihalli, willkommen beim Neulenkbergflug im Dunkeln, wie wir das schon öfter mal hatten. Ich möchte euch ein paar Dinge erzählen und eine wichtige Information bezüglich des Neulenkbergflug zuteil werden lassen wollen können. Ja, genau das mache ich jetzt, direkt nach den blauen Wolken und der schönen Musik, denn die gehören zum Neulenkbergflug. So, es regnet. Ist das arg? Es war so schön ein paar Tage und jetzt kommt der Winter wieder. Also ich schätze, jetzt kommt mal der Herbst. Heute ist der Herbst. Morgen ist Winter. Das ist so das Konzept der ganzen Geschichte. Zumindest ist jetzt, wo ich hier fahre, am Freitagabend noch keine Glatteis gefahren. Das ist ja auch schon mal schön. Freunde, wir müssen reden. Es geht um den Neulenkbergflug. Es ist ja so, dass ich jetzt im Normalfall den Flug um 18 Uhr bereitstelle. Jetzt ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, das ist manchmal ein bisschen stressig. Also die Situation ist ja folgende. Das Aufzeichnen des Vlogs ist ja nicht das Problem, das passiert Vormittag oder Mittag oder wenn ich gerade Zeit habe. Das ist nicht das Thema. Und dann kommen die Covid-Zahlen, die ein fixer Bestandteil dieses Formates sind. Ja, ich weiß, das Beliebteste an den ganzen Vlog sind die Zahlen, weil da rede ich nicht so viel Blödsinn. Da ist es mehr sachlich und mehr zahlig, also mehr numerisch. Numerisch ist immer sympathischer als subjektiv, ist mir schon klar. So, die gibt es meistens so um 15 Uhr. Mit ein bisschen Glück schon um 3 Viertel, aber meistens um 15 Uhr. Das heißt, irgendwo zwischen 15 und 16.30 Uhr müsste ich diese Zahlen aufzeichnen. Unmittelbar darauf fällt es ja um, das gehört dazu, vor allem in der Nacht. Unmittelbar darauf muss ich das Ding dann auf den PC übertragen, wenn ich unterwegs bin. Und ja, ich weiß, unterwegs übertrage ich die Covid-Zahlen dann zuerst auf meinen Rechner zu Hause, rendere dort und lade dort hoch mit dem einfachen Hintergedanken, dass zu Hause die Internetverbindung doch die schnellste im Upstream ist, im Verhältnis zu denen, wenn man unterwegs ist. Wenn ich jetzt am Notebook rendern würde, und auch das habe ich schon gemacht, das dauert ein bisschen länger auf meinem alten Notebook. Man könnte natürlich ein neues Notebook nehmen, dann würde das schneller rendern. Ich schweife ab, macht nichts, ich schweife weiter ab. Ihr seid es eh gewohnt. Also, dann wäre ich in irgendeiner XY-Urlaubsdestination mit einem Upstream von 1,5 Megabit. Dann dauert das Hochladen gleich mal ein paar Stunden. Das ist jetzt nicht das, was ich will. Deshalb ist mir lieber, ich lade dann die 500 MB, die diese Covid-Zahlen mit Verabschiedung sind, drüber und rendere dann und ja, ihr wisst, was ich meine. So. Das heißt, ich müsste zwischen 15 und 16.30 Uhr schneiden. Dann muss ich rendern. Das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Nach dieser halben, dreiviertel Stunde muss ich dann wieder bei dem Rechner präsent sein, das Ding hochladen und damit wäre der Vlog bereitgestellt. Also der geht ja dann zur vordefinierten Zeit online, sofern er fertig verarbeitet ist. So, das heißt, ich habe hier ein Zeitfenster von 1,5 bis 2 Stunden am Nachmittag. Das ist jetzt relativ unproblematisch. Wenn ich gerade ein Lego-Set baue, da freue ich mich dann, wenn ich kurz aufstehen kann, da lege ich vielleicht nach und dann mache ich das. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in Therapie bin oder mit meiner Frau in einem gemütlichen Gasthaus sitze und dort ein Essen genieße am späten Nachmittag, dann ist das ein gewisser Stressfaktor. Versteht ihr, was ich meine? Dieses enge Zeitfenster, auch wenn ich besonders nette Menschen treffe, ist es ein gewisses Problem. Mit anderen Worten, das werde ich ändern. Ja, 4 Minuten 11
brauche ich, um euch zu sagen, dass ich jetzt das Zeitfenster ändere. Fast politisch schon. Ja, das heißt, das Konzept ist, den Flock später bereitzustellen. Denn hypothetische Annahme. Ich definiere die Zeit 19 Uhr, dann bin ich da schon im Bereich des Abendrituals. Das heißt, schaffe ich es, 18 Uhr beginnt das Abendritual mit Zähneputzen und Geschichte und so weiter. Das heißt, schaffe ich es, bis zu diesem Zeitpunkt, 18 Uhr, die Covid-Zahlen aufgezeichnet zu haben. Und das ist realistisch, wenn ich mich um Kinder kümmere vorher. Also vorher das zu machen, bevor ich mich um Kinder kümmere. Weil ich da zu Hause bin. Nicht immer, aber oft. Und schaffe es, das Rennen zu starten, bevor wir das Abendritual haben. Dann komme ich nach dem Abendritual vielleicht um 7, halb 8 zurück und mache den Upload. Das heißt, er könnte um 20 Uhr online sein. Jetzt die direkte Frage an euch. Ich glaube, es wäre am sinnvollsten, wenn wir eine fixe Zeit haben, wo das online geht, oder? Es ist doch strategisch sehr ungeschickt, wenn jeden Tag die Zeit ein bisschen anders ist. Also natürlich, wenn es jeden Tag um 20 Uhr ist, ist das schon ziemlich spät. Ich weiß, dass einige jüngere Leute zuschauen, die schauen normalerweise so um 7:30, was ich gehört habe. Weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Dann ist 20 Uhr zu spät. Wäre er um 19 Uhr online, so wie gestern, dann könnte sich das noch ausgehen. Jetzt ist es natürlich so, dass 20 Uhr wäre für mich wesentlich entspannender als 19 Uhr. Ihr versteht mein Konzept. Natürlich ist das Problem, wenn jetzt jemand sagt, er schaut um 19 Uhr nach, ob es einen Vlog gibt, und wenn ja, schaut er sich den um 19 Uhr an und danach nicht mehr, dann würde, wenn er das erst am nächsten Tag macht, den Vlog nicht mehr vorgeschlagen bekommen, weil dazwischen ja so viele andere Videos online gibt. Also es ist sehr schwierig und ausgesprochen kompliziert. Ich weiß nicht so recht, was ich damit tue. Ihr seht mein Dilemma. Also ich bin jetzt noch am Wiegelwagel, wird es 19 Uhr oder wird es 20 Uhr? Jetzt könnte man sagen, Kompromiss, 19.30 Uhr. Ja, es wäre denkbar. Also es gäbe, verzeiht, es ist ja auch 20 Uhr. Es wäre denkbar, dass man das so macht. Aber es ist halt schon... Ja. Was meint ihr? Vielleicht könnt ihr mir eure Meinung dazu. Wäre zum Beispiel ganz toll, wenn ihr mir sagt, wann ihr schaut. Ich meine, ich weiß auch Leute, die schauen grundsätzlich nur am Wochenende. Das heißt, die schauen sich dann am Wochenende die Sachen an, die sie interessieren. Das spiegelt sich auch in den Aufrufzahlen wieder. Also am ersten Tag sind wir so ungefähr auf der Hälfte von den Aufrufen, was wir dann nach einer Woche sagen. Bin hin und her. Natürlich ist es so, dass ich ja, abgesehen von meiner jetzigen wieder depressiven Tiefphase, in der ich mich gerade befinde, da hat es gestern Diskussionen gegeben. Meine Frau würde da gerne was dran ändern. Und ich habe gesagt, naja, besser nicht so. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, da ist jetzt gegenüber ein Auto, das vorhin hat, steht aber so. Okay. Ja. Meine Frau würde da gerne was ändern. Es ist unser Thema sehr massiv auf uns einprasseln gerade. Ist auch nachvollziehbar. Ja, also vielleicht könnt ihr mir kurz zurückmelden, wann ihr schaut. Das wäre schön, wenn ihr so kurz unterschreibt, ja, 18 Uhr oder nö, 20 Uhr oder irgendwann oder beim Frühstück. Beim Frühstück wäre, also wenn ihr jetzt sagt, ich nehme das als leichte Unterhaltung beim Frühstück. Oder vielleicht auf dem Weg in die Arbeit, so mit einem Stöpsel im Ohr. Dann hätten wir überhaupt keinen Stress, nicht? Weil dann machen wir 21 Uhr, in den er online geht. Als Betthupferl. Abendlich masturbieren oder wie auch immer. Blödsinn hilft immer. Dann habe ich keinen Stress mehr. Nicht? Weil dann sage ich, okay, ich schaue, dass wenn ich ins Bett geht, das hochgeladen wird. Und dann ist alles gut. Das wäre überhaupt eine Win-Win-Situation. Ich überlege gerade, wie das in der Anfangszeit war.
In der Anfangszeit ist es ja, ist es glaube ich früher gekommen und es waren die Zahlen vom Vortag irgendwie. Da war doch was. Ganz am Anfang haben wir noch gar keine Zahlen gehabt. Das war überhaupt das Beste. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen uns da Gedanken machen, wo wir hinwollen. Denn in meinem Kopf spielt sich die Situation ab, dass ich ja aktiv bin. Jetzt ist es so, dass in 4 Wochen das Kindergarten startet. Und beim Kindergarten ist es dann so, dass ich bis 18 Uhr vielleicht sogar eingeteilt bin, wenn da Leute kommen. Ich glaube noch immer, dass Leute kommen. Ha! Lustig! Ah, die Dummheit des Tages. Und wenn ich dann noch diese gastronomische Geschichte dazu habe, die mir wirklich ein Bedürfnis ist und das ich mir jetzt wirklich toll vorstelle, so eine kleine Herausforderung, etwas Kleines Neues mit anzubieten, das war jetzt komplett Anbieter, dann wird es für mich wesentlich einfacher sein, wenn ich das mache und zurücksperrt ist. Wisst ihr, was ich meine? Das so zwischendurch bei Kindergartenbetrieb ist ganz schwierig. Ja! Ich freue mich auf Rückmeldungen. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen Mühe geben und auch was schreiben. Genau, weil da fliegt es dann gleich um. Und jetzt machen wir mal die Covid-Zahlen. Denn die gehören zum Lenkbach-Vlog. Ein schönes Vorwärts das heute, super. Die Covid-Zahlen und Fakten für den 25.02.2023. 6.011 laborbestätigte Fälle, 5.492 Genesene, 415,8 ist die 7-Tage-Inzidenz. Schaut nicht so gut aus. Es tut mir ziemlich alles weh. Also Rücken, Kopf, Ding. Also entweder habe ich das nicht ausgehalten, dass ich diese Gartenlaube aufgestellt habe. Zu der kommt übrigens ein Video in ein paar Wochen. Oder die Depression manifestiert sich im Körper. Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls habe ich heute geputzt. Da bin ich schon mal happy. Das hat gut funktioniert. Bis jetzt hat die Frau nicht geschimpft. Und dann habe ich schon rote Lego-Steine sortiert, was auch schon ein Erfolg ist. Ja, und ein Lego habe ich gebaut, weiß gar nicht mehr welches, diese Harvester-Forstmaschine. Ja, und euch sehe ich morgen wieder mit meiner Frau gemeinsam, wenn ich mich recht erinnere. Und dann erzählen wir euch ganz tolle Sachen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal. Thank you.